In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 und im Laufe des Tages war es auch überall in Köln zu massiven Attacken gegen jüdische Einrichtungen, Geschäfte und Menschen gekommen. Da habe ich also sehr schreckliche Bilder in Erinnerung. Es war in der Rohnstraße, wo die Synagoge ja heute auch wieder erstanden ist und steht. Da sah ich, wie wir kamen. Aus der Schule, oben hoch, da stand ein SA-Mann und riss oder versuchte, diesen Judenstern herunterzureißen. Da kam man aber nicht ganz nah ran. Die Polizei hat eine Sperre gemacht. Aber es brannte überall in der Synagoge. Draußen waren SA-Leute, die haben doch Tora-Rollen rausgeholt und die sieben Armee Leuchter. Das konnte man schön erkennen, ne? Aus der Entfernung. Ne? Das war ja nicht weit weg, nur 20, 30 Meter. Und haben alles das in die LKWs weggebracht, ne? Haben das Ding brennen lassen. Der Judenstern gab nur ganz schwach nach und teilweise die Synagoge schon brannte, aber der Qualm zog nicht in diese Richtung, sondern der agierte da oben. Da hatte ich das Gefühl, also, dass da etwas sehr Unrechtes geschah. Und ich muss sagen, ich hatte an und für sich den Wunsch gehabt, er würde abstürzen. Und dann rutschte der teilweise ab, aber hat sich dann wieder gefangen, aber kriegte den Judenstern alleine nicht weg. So etwas hat es in Köln seit dem Mittelalter nicht mehr gegeben. Die Parteizeitung Westdeutscher Beobachter schreibt, was sich in den letzten 24 Stunden abgespielt habe, sei der Ausdruck einer gerechten Empörung der breitesten Schichten des deutschen Volkes. Die Augenzeugen in Köln sehen das anders. Es sind ja nur gewisse Teile, die demonstriert haben. SS, SA, die haben demonstriert. Die Zivilisten bestimmt weniger. Da ging meine Lehre zu Ende. Und wir wurden von einem Nazi, in Uniform natürlich, geprüft. Und dieser Nazi, der kam eines Tages, es war kurz vor der Prüfung, da kommt der morgens und sagt, so, diese Nacht haben wir sie fertig gemacht. Der Grund für den angeblichen Volksaufstand, so steht überall zu lesen, sei das Revolverattentat eines Juden in der deutschen Botschaft in Paris. Diese Reichskristallnacht hatte ja ihren Ursprung nach dem Mord an den von Rath. Der war ja Botschaftsangestellter in Paris, ein junger Mann. Am 7. November wird der 26-jährige Ernst von Rath in der deutschen Botschaft von zwei Kugeln niedergestreckt. Herschel Grünspan, der Attentäter, ist erst 19 Jahre alt. Angeblich soll er nach seiner Verhaftung gesagt haben, er habe die Tat im Namen aller Juden begangen und wolle Deutschland treffen. Für die NS-Propaganda ein gefundenes Fressen und ein idealer Vorwand, um die antijüdische Politik radikal zu verschärfen. Zur selben Zeit trifft sich Hitler mit seinen Getreuen in München. Im Zuge seiner auf Krieg ausgerichteten Politik ist geplant, die in Deutschland verbliebenen Juden zum Verlassen des Landes zu zwingen und vorher möglichst zu enteignen. Im gesamten Reich betrifft das eine halbe Million Menschen. Um den Prozess zu beschleunigen, soll die jüdische Bevölkerung gewalttätigen Übergriffen ausgesetzt werden. Man wartet nur noch auf eine günstige Gelegenheit, um loszuschlagen. Und dann hat man so getan im Deutschen Reich, als wäre hier eine Welle der Demonstration. Dem war ja nicht so. Schon am Morgen nach dem Attentat ist die Linie der NS-Propagandavorgaben in allen Zeitungen zu lesen. Die Schüsse von Paris werden einheitlich als Verbrechen des Weltjudentums angeprangert. Als Rassegenossen seien auch die Juden in Deutschland mitverantwortlich und hätten die Folgen zu tragen. Auch der Stadtanzeiger wertet das Attentat als Teil des Feldzuges der jüdischen Weltverschwörung. Der Neue Tag verbreitet schon mit seinem ersten Kommentar Pogromstimmung und lädt das Volk indirekt dazu ein, gegen Juden vorzugehen. Alle Zeitungen drucken gleichlautende Meldungen von einer stetig steigenden öffentlichen Erregung. Tags drauf werden erste Ausschreitungen gemeldet. Zudem wird über angeblich massenhafte Waffenfunde bei Juden in Berlin berichtet.
Am 9. November, zwei Tage nach dem Attentat, dann die Todesnachricht, auf die man besonders in München gewartet hatte. Nach einem Kameradschaftsabend erteilt Hitler Josef Goebbels den Befehl, um loszuschlagen. Über das Telegrafennetz des Propagandaministeriums werden die Schlägertrupps im ganzen Land in Bewegung gesetzt. Alle Synagogen sollen zugleich brennen, alle Geschäfte verwüstet werden, ob in München, in Köln oder anderswo. Bei der Kölner Feuerlöschpolizei gehen bereits vor Sonnenaufgang Meldungen über Brände in den Synagogen ein. Die Feuerwehr, die habe ich gesehen, die stand schon fast da unten, wo jetzt aber Barossaplatz ist. Da standen die. Haben auch nichts gebrannt, nichts gelöscht. Dann hat sie brennen lassen, dann hat die Sachen rausgeholt. Das war schon schlimm. Auch wenn der neue Tag Gegenteiliges meldet. Die Feuerwehr soll nur verhindern, dass die Brände auf Nachbarhäuser übergreifen. So stellen die Einsatzkräfte sicher, dass Kölns größte Synagoge kontrolliert niederbrennt. Die Synagoge ist ja auch total ausgebrannt. Ausgebrannt. Das war die Synagoge. Fotos von Brandanschlägen oder den Verwüstungen der Geschäfte, wie sie bei den Boykottaktionen in der Vergangenheit immer öffentlich abgedruckt wurden, gibt es von der Reichspogromnacht nicht. Das Ausmaß der Attacken soll vor allem im Ausland nicht bekannt werden. Dabei wütet die SA überall, vor alle Augen, auch in den Kölner Stadtvierteln. Da hatten wir ja schon gesehen, was die mit den Judenläden all gemacht haben. Karakwesch, der Uhrmacher, dem haben sie die Uhren auf die Straßenbahnschienen gelegt und die Straßenbahn ist drüber gefahren. Es war Schulschluss. Und auf einmal sagten alle meine Mitkolleginnen, da ist was passiert auf der Fendorstraße. Ich weiß heute noch die Ecken, wo das war, wo die Geschäfte eingeschlagen waren, die Fensterscheiben, die Waren auf der Straße lagen und SA gröhlend durch die Straßen zog und das feierte, was sie dort angerichtet hatte. Der neugierige Albert kennt die jüdischen Läden in der Innenstadt genau. Gemeinsam mit schaulustigen Freunden zieht es ihn dorthin. Jedenfalls, wir waren zu ein paar Jungs Richtung Weidmarkt. Da war ein großes Geschäft für Gardinen, Bettwäsche. Und das haben die alles zerschlagen, die Scheiben, und alles auf die Erde, auf die Straße geworfen. Die Kisten aufgeschlitzt und die ganzen Federn waren da oben, haufenweise. Dasselbe hat man auf der Bonner Straße auch gemacht. Die meisten Geschäfte waren hier in der Innenstadt und dann zogen die Leute noch tagelang da vorbei und sahen, wie die Geschäfte eben demoliert waren, die Fenster zerstört und teilweise ja auch die Einlagen und die Auslagen geklaut wurden. Ne? Und das habe ich dann in Ehrenfeld auch miterlebt. Zu Tausenden sind die Menschen in den Straßen gewesen. Noch mehr als zwei oder drei Textzeilen gibt es an diesem 11.11. wie angeordnet dazu nirgends zu lesen. Zumeist auch noch versteckt zwischen Meldungen über St. Martin und dem Beginn der neuen Karnevalssession. Was nur wenige wissen, 30.000 Juden wurden reichsweit verschleppt, über 10.000 in ein KZ gesperrt, davon etwa 400 Personen aus Köln. Insgesamt sind mehrere hundert Menschen infolge der Übergriffe ums Leben gekommen. Hannelore Hausmann erlebt die Nacht in der Voreifel. Da war ich bei meiner Tante, mein Onkel August, der hatte da ein Friseurgeschäft. Da wohnte gegenüber, da war ein sehr schönes großes Haus und das war voll besetzt mit Juden. Die wohnten aber immer da. Und dann war ich da, da fuhren da zwei LKWs vor. Und die stürmten in das Haus rein und sagte ich zu meiner Tante, was ist denn da? Frohbeins hießen die. Fällt mir gerade ein, die hießen Frohbein, die Leute. Und ja, die sind zu Frohbeins. Ich sage, warum sind die denn zu Frohbeins? Ja, das sind ja Juden, die kommen jetzt weg. Ich sage, warum kommen die denn weg? Weiß ich nicht, sagt sie dann. Also es hat keiner da so drüber gesprochen. Und dann habe ich geguckt und dann kamen die da raus, die weinten und die Frauen hielten ihre Kinder fest, die ihnen aber weggenommen wurden. Die Männer wurden wieder woanders hin. Das war so furchtbar. Der westdeutsche Beobachter streitet sogar ab, dass es überhaupt Pogrome gegeben habe. Offiziell wird in Deutschland nur ein Toter beklagt.
der deutsche Botschaftsmitarbeiter und NSDAP-Parteigenosse Ernst von Rath. Tausende grüßten den jungen Diplomaten auf seiner letzten Fahrt in die Heimat. Selbstredend gibt die Partei bekannt, dass die Übergriffe nun beendet seien. Jetzt spreche der Gesetzgeber. Bereits 9 Tage später gilt ein neues Gesetzespaket, das Juden das Leben in Deutschland unerträglich machen soll. Noch im November ordnet die Reichsregierung die Schließung aller jüdischen Betriebe an. Anfang Dezember ihren zwangsweisen Verkauf. Wenn man so etwas sieht und sieht, in welcher Brutalität da vorgegangen wird, dann steigt förmlich einem, der Gedanke hoch, wie traurig ist es auch, wenn Menschen die Macht über andere haben, die sich nicht mehr wehren können. Die also machtlos sind und irgendwie in einer Situation leben müssen, wo sie vollkommen der Gewalt der anderen ausgeliefert sind. Die Gewalt macht Angst und verstärkt den Anpassungswillen. So wird das schweigende Volk demonstrativ zum Komplizen der Taten eines offen verbrecherisch agierenden Systems. Eine Zäsur und Generalprobe für das, was noch kommen wird. An eine Mitleidswelle ist nicht zu denken. Es war auch wieder diese Ideologie, die uns vermittelt worden ist, die einem das Denken, Mitleid zu haben für diese Leute, für Juden, das hat man noch rausgenommen aus den jungen Leuten. Ne? Das war nicht der Fall. Aber dass die das so durchziehen, das hat schon gewundert. Aber bei mir hat das ausgelöst, dass das die Welt nicht mit ansehen kann. Dass sie sich da ein Stück vom eigenen Grab mitgeschaufelt haben.